Ja, man muss sagen, dass Hertha verdient gewonnen hat, das muss man ohne Wenn und Aber sagen. Ich sage mal so, die Saison haben wir jetzt nicht heute verloren und sind abgestiegen, sondern die Saison haben wir schon früher verloren. Ja, wir haben ja, als Trainerspann mit Thorsten Meyer und meiner Wenigkeit das hier übernommen. Da waren die Jungs ja eigentlich schon abgeschlagen. Wir haben das Möglichste versucht und Kompliment an die Mannschaft, muss man einfach sagen. Die haben auch das Möglichste versucht, aber am Ende hat es nicht erreicht. Das ist natürlich manchmal deprimierend, aber ich sage mal, wir haben in den letzten 7 Spielen 12 Punkte und davor hatten wir 19. Also kann man der Mannschaft noch ein Kompliment machen. Trainingsbeteiligung war gut und all so weit, ja, sage ich ganz ehrlich. Man hat gesehen auch in diesem Spiel, dass wir absolut bessere Team sind und dass wir das spielerisch eigentlich in jeder Situation lösen wollten. Haben wir viele Chancen herausgespielt, haben wir uns mit schönen kombinatorischen Dingen befasst, auch schöne Tore erzielt. Das war einfach eine Klasse höher als die Starken. Als wir die Mannschaft übernommen haben, war sie ja mit 16 Punkten schon leicht abgeschlagen. Ja, dann haben wir es wieder spannend gemacht und leider Gottes hat es im letzten Spiel eben einfach unsere spielerische Klasse nicht gereicht, um das Spiel zu gewinnen. Muss man anerkennen. Ja, Glückwunsch an Tasmania, dass sie drin geblieben sind. Wir in Starken werden weiterarbeiten und werden nächstes Jahr natürlich mit Sicherheit mit der neuen Mannschaft einen Aufstieg anpeilen, gehe ich davon aus. Na, der Grund ist dafür, dass uns zwei Spieler verlassen Richtung Bayern München. Der Grund ist auch, dass wir beide Trainer nicht mehr mit der Team in der nächsten 15 arbeiten. Grund dafür ist auch, dass unser Betreuer, unsere Physiotherapeutin auch nicht mit diesem Team zusammengehen. Also deswegen ist das jetzt ein ganz schwerer Abschied und na klar, dass die Tränen da kommen. Nach so einer tollen Saison, wirklich durch diese schöne 2 Nike Cup, Premier Cup Turniere, die wir wirklich sehr gut gespielt haben. Und es ist einfach schwer, so eine tolle Jungs einfach ziehen zu lassen oder wegziehen zu lassen, sage ich mal so.